Rote Rosen Vorschau für Folge 3256. Tatjana gibt Mona die Schuld, dass Lynn ihr den Showroom kündigt und sieht keinen Sinn mehr darin, ihr Geschäft weiterzuführen. Doch dann erwacht Monas Interesse an einem Werkstoff, den Jens entwickelt hat und sich für coole Möbel eignet. Mona schlägt Tatjana vor, eine eigene Möbelserie zu entwickeln und zu vermarkten. David bleibt konsequent, wenn Gunther ihm nicht vertraut, hat seine Arbeit im Hotel keinen Sinn. Als Gunthers Kreislauf wegen der Konfrontationen mit Amelie schlapp macht, sorgt sich Thomas und versucht noch einmal auf David einzugehen. Hannes kündigt seine spontane Rückkehr an, mit Begleitung. Tina tippt auf eine neue Liebe, als Hannes aber in der Tür steht. Ist er zwar in Begleitung einer Frau, aber es ist Vivian, zurück aus La. Anton leidet darunter, dass Ben ihn beinahe im Flagranti mit Pete erwischt hat. Aber er ist noch lange nicht so weit, sich zu outen. Als Bit sich dann weiter gegenüber outet und Walter recht homophob reagiert, ist Anton umso mehr verunsichert.